Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arcanvale. Ja, beim letzten Mal haben wir unsere Heimatinsel verlassen, hab Hope aber zurückgelassen. Und jetzt müssen wir uns hier in der weiten Welt hier beweisen. Habe ich mit dich nicht schon letztes Mal angesprochen? Ja, dich habe ich letztes Mal schon angesprochen. Ich glaube, der hat die Quest nicht abgespeichert irgendwie. Warte. Nee, deine Questen wurden abgespeichert und deine wurde abgespeichert. Nur die von da oben wurde irgendwie nicht richtig abgespeichert. Wo habe ich Karte? Da habe ich Karte. So, ich muss mal kurz nochmal die Quest angucken. Welche machen wir denn überhaupt zuerst? Ja, der Befall der Welt haben wir, die Suche nach Loki. Wir haben fünf Questen, die wir machen müssen. Haben wir doch erstmal den Befall der Wälder zuerst, würde ich sagen. Da müssen wir fünf Baumschädlinge töten. Das war im Nordwesten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Der Wald in seiner Nähe. Ach ja, dich haben wir letztes Mal gar nicht angesprochen. Wo wohnen Katzen? Im Mietshaus. Hast du es kapiert? Ich habe den besten Job der Welt. Okay, und was genau ist dein Job? Ich bin der Stadtnarr, natürlich. Sieht man das nicht an meinem Hut? Wie auch immer, Katrin hat mich angeheuert, um die Stimmung der Leute hier zu heben. Meine neueste Idee, ein Feuerwerk, wie wir es noch nie gesehen haben. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das ist eigentlich ein großes. Ich brauche einen speziellen Zauberstab, um das Feuerwerk anzuzünden. Normalerweise wäre das kein Problem. Aber leider habe ich vor ein paar Jahren den Umhang eines bestimmten Zauberers zerstört. Oder auch nicht. Sag mal, würdest du bitte mit Tobias im Turm den Zauberer sprechen? Ich sollte euch einen Lichtzauberstab verkaufen. Das klingt nach Spaß. Nun, dann ist es beschlossen. Ich werde die Leute in der Stadt informieren. Sobald du den Leuchtzauberstab hast, positioniere das Feuerwerk in der Nähe des Stadtzentrums und zünde es an. In der Nähe des Gefängnisses wäre es am besten. Nimm dieses Feuerwerk. Oh. Hoffentlich kann ich die auch auf Gegner schießen. Hallo, kann ich auch mit dir reden? Fremde Gefahr! Kommandant Lufer, was auch immer es ist, es kann warten. Ich habe hier eine Rettungsmission zu planen. Rettungsmission? Einer meiner Hauptmänner hat sich nun von diesem verdammten Banditen gefangen nehmen lassen. Ich sagte ihm, er solle sich nicht zu weit nach Osten wagen. Aber der große Trampel wollte einfach nicht zuhören. Kann ich irgendwas tun? Nun, vielleicht. Vielleicht, was hältst du davon, gegen Banditen zu kämpfen? Und zwar gegen viele. Ach, was sage ich da? Es gibt niemanden, der verrückt genug ist, diese Mission zu übernehmen. Warum nicht? Du könntest und du würdest. Es gibt also doch noch Hoffnung. Und wurde berichtet, dass einige Banditen sich in einer kleinen Höhle östlich von hier in einer Region verschanzt haben, die wir der letzte Herd nennen. Heim und mein Stellvertreter gingen der Sache nach. Seitdem haben wir weder von ihnen gehört oder ihn gesehen. Und ich habe keine Männer übrig, um ihn zu holen. Geh nach Osten und finde ihn. Wenn er noch am Leben ist, bring ihn zur Bastion zurück. Und ich werde dafür sorgen, dass du eine große Belohnung erhältst. Du hast mein Wort. Mann, wie viele Leute hier einfach was von uns wollen. Da ist auch noch ein schwarzes Brett. Ich sehe einen Schmied. Ich sehe eine Hexe. Okay. Worte wurde zum Tode verurteilt. Als Verbrechen werden ihm das Töten von Vieh und Angriff auf Reisende südlich der Bastion zur Last gelegt. Oh, 500 Goldmünzen. Ich brauche nur das Halstuch abzugeben, ne? Wie viele Leute von euch wollen mit mir reden? Einfach nur so als Frage. Okay, nur noch zwei wollen speziell was von mir. Hallo ihr, ich bin Michael, der beste und einzige Schmied der Stadt. Was brauchst du? Ich bin ziemlich beschäftigt, falls du es noch nicht bemerkt hast. Kann ich deine Schmiede unter den Amboss nutzen?
Willst du meine Schmiede benutzen? Es kommt nicht auf vor, dass ich sie einfach so anderen anvertraue. Nehmen wir an, du könntest mir vorher einen kleinen Gefallen tun? Welche Art von Gefallen? Oh, nichts allzu Anstrengendes. Ich brauche nur etwas Kohle für meine Öfen. Etwa 15 Stück sollten mich noch ein paar Wochen durchhalten lassen. Ohne Kohle kann ich keine neuen Waffen oder Rüstungen schmieden und verbessern. Was meinst du? Könntest du mir welche bringen? Im Gegenzug darfst du auch meinen Amos und meinen Ofen benutzen. Okay, warum nicht? Perfekt, komm wieder, wenn du die Kohle hast und lass dich mal und ich lass dich meine Öfen benutzen. Celeste, Bug. Oh ja, ich suche einen Begleiter. Suchst du einen Begleiter, der dich auf deinen Abenteuer begleitet? Dann bist du bei uns genau richtig. Nur die besten Haustiere im ganzen Land. Was hast du denn zu verkaufen? Verkaufst du da ernsthaft eine Fliege? Ich hätte am liebsten den Fuchs. Für 105? Nein! Warum sind die Füchse so teuer? Die stärksten Tränke im ganzen Land. Aber nur für die mächtigsten Wesen. Ich bezweifle, dass du dazugehörst. Ich ziehe in die Schlacht. Ich brauche deine stärksten Tränke. Du bist meine stärksten Tränke nicht würdig. Aber ich werde dir etwas schwächer verkaufen. Hier, wirf einen Blick darauf. Achso, ich dachte, ich nehme so deine Quest an. Hast du irgendwelche Quests für mich? Eine Aufgabe, sagst du? Ich habe genau die richtige Aufgabe. Ich brauche ein paar Fläschchen für ein bevorstehendes Experiment. Ein noch mächtigerer Trank, als ich ihn je erschaffen habe. Ich weiß, da stand was anderes. Bist du bereit für diese Aufgabe? Ich brauche mindestens 10 für das Experiment. Bring mir die Fläschchen und ich werde dich belohnen. Ohne Zweifel. Warte mal, konnte ich nicht die Fläche bei dir kaufen? Wenn ja, wäre das ja ultra. Gegengift, Energietrank, Gesundheitstrank. Nee, offenbar nicht. Frisches Fleisch. Befreundetes Fleisch in der ganzen Bastion. Gibt es viele andere Fleischverkäufe in der Bastion? Nein, das macht mein Fleisch zum Besten. Woher recht hat er recht? Nee. Das eine sah sogar ekelhaft aus. Lust auf Gemüse? Alles biologisch. Ich baue es selbst auf meinen Hof an. Keine bösen Pestizide, so wie sie ursprünglich angebaut werden sollten. Wo befindet sich denn ein Bauernhof? Oh, ihr wollt wissen, wo meine Farm ist? Sie liegt westlich. Ich meine östlich von hier. Ja, westlich ist nur Meer. Sehr östlich. Du würdest es nicht finden können. Es ist sehr abgelegen. Der verkauft viel Gemüse. Ich will das einfach mal dem sagen. Warte, nachdem ich das gefragt habe. Sie haben keinen Bauernhof, oder? Ich bin Will, Meisterlandwirt. Auf meiner Farm gibt es allein über 40 Auberginensorten. Stell mich nie in Frage und such nicht nach meiner Farm. Boah, wir werden diese Farm suchen. Da war das Todeskanickel. Willkommen in meinem Bauernladen. Wenn du Sack und oder Werkzeug brauchst, bin ich dein Mädchen. Ah, hier kaufe ich Samen und so weiter. Na gut, ich habe aber kein Geld, ne? Das haben wir ja gerade eben schon gesehen, dass ich leider Gottes eine arme Socke bin. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich Holz mit einer Fackel vernichte, dass ich dann eventuell Kohle bekomme. Verbände, Tränke, ich habe alles. Stoffbinde und halt einen Gesundheitstrank. Und du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nee. Oh, danke. Schon mal das erste Fläschchen. Das war einfach. Hier könnte ich schlafen. Ich find's so dreist, dass man einfach alles durchsuchen kann. Ich komme irgendwie wie ein Verbrecher vor, aber trotzdem ist es nicht illegal. Ich sehe, dass du beschäftigt bist. Es tut mir leid. Darf ich da überhaupt durch? Sei vorsichtig, wenn du dich in diese Richtung wagst. Denn die Banditen haben die Stadt übernommen und nehmen Gefangene. Okay, da ist dieses Banditenpack. Ich denke mal, die Banditen sind noch zu stark für mich. Du hast nicht zufällig meinen nutzlosen Ehemann gesehen, oder? Wer ist denn dein Ehemann? Stede ist der Name. Oder war es zumindest.
Gott weiß, mit wem oder was er jetzt unterwegs ist. Er ist vor fast einem Jahr abgehauen und nie zurückgekommen. Stede hat mich mit zwei Kindern und einem großen Haus zurückgelassen. Ich lebe von den Resten. Wenn du ihn jemals siehst, sag ihm, er soll nach Hause zurückkommen und sich um seine Frau und Kinder kümmern, wie es ein richtiger Mann tun würde. Weißt du, wohin er verschwunden ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Eines Tages kam ich nach Hause und er war einfach weg. Zusammen mit den meisten unserer Wertsachen. Nur ich und die Kinder waren hier ganz allein. Nicht mal ein Brief? Ist ja gemein. Oh. Das merken die nicht. Ich brauche das Gold mehr als sie. Ist doch Gold, oder? Golderz. Ja. Ich habe Golderz gefunden, Leute. Ganz in der freien Wildbahn der Natur. Und ich habe da auch noch Essen gefunden. Was ist der erste auf Eisen in deinem Kühlschrank? Ich weiß nicht, warum man Eisenerz in den Kühlschrank packt, aber ja. Da scheint es ja gut aufgehoben gewesen zu sein. So, dafür brauche ich Angel, die ich noch nicht habe, wenn ich Fische fangen will. Ist hier oben noch irgendwas? Hier ist doch eine Farm. Wieso hat er nicht einfach gesagt im Norden? Habe ich jetzt hier alles einmal abgesucht? Scheinbar ja, da unten könnte noch ein bisschen was sein. Ich will mir halt einmal die ganze Stadt angucken, bevor wir hier irgendwohin aufbrechen. Ich weiß, dass ich jetzt allein dafür so um die 10, 12 Minuten verbraucht habe. Ist dein Feld schon fertig? Nein. Oh, danke. Danke für die Mistgabel. Kann ich eventuell noch gebrauchen. Gute Nacht, Leute. Mit dir brauche ich nicht reden. Ich will nur kurz nach unten gucken, ob da was ist. Sind hier noch Leute? Nee. Okay, jetzt haben wir einmal die ganze Stadt durchkämmt. Und mit allen Leuten geredet. Wir sollten keine weiteren Questen sein. Ich leere mal eben kurz ein bisschen mein Inventar. Okay, Leute, jetzt habe ich mein Inventar ein bisschen leer geräumt. Auf in den Wald. Oh, hier ist eine Mühle. Kann ich nicht rein. Seid ihr die Baumschädlinge? Ich denke mal, ihr seid die. Ich poke einfach mal darauf, dass ihr die seid. Böse. Du verhüllt. Ich weiß nicht, was ich gerade verbessert habe. Ich glaube gar nichts. Irgendwas habe ich verbessert. Ist eigentlich auch gerade noch egal, glaube ich. So, kommt her. Warum kommt ihr immer direkt als ein Duo? Böse Schädlinge, böse. Okay, die Schädlinge wurden beseitigt. Ich glaube, ich habe den Friedhof gefunden. Um Gottes Willen, ich kann die Gräber plündern, wenn ich wollte. Okay, ich habe deine Quest erledigt. Ist es dir gelungen, die Baumschädlinge, von denen wir sprachen, zu vernichten? Ja, sind alle tot.
Du Wein würdest dir danken und ich auch. Du kannst meine Windmühle jederzeit benutzen, damit kannst du Weizen zu Mehl verarbeiten. Oh, und keine Sorge, ich werde Katrina wissen lassen, was du für mich getan hast. Es ist nicht viel, aber ich habe etwas frisches Brot. Bitte nimm es als Dank für deine Mühen. Danke. Ich habe die Korruption in den Bäumen untersucht und festgestellt, dass sie sich von einer Ecke der Bastion zur anderen ausgebreitet hat. Aber wie sollte es sich von einer Ecke zur anderen ausbreiten, ohne die Bäume dazwischen zu verderben? Ich habe einen Freund, der alle Arten von Lebewesen studiert und vielleicht helfen kann. Würdest du diese beschädigte Rindenprobe zu ihm bringen, damit er sie analysieren und uns vielleicht helfen kann, die Ursache dafür zu finden? Wen soll ich das überhaupt bringen? Erstaunlich, vielleicht könnten wir die Wälder der Bastion noch retten, wenn wir schnell handeln. Mein Freund, von dem ich glaube, dass er helfen kann, heißt Elton. Ach, wo der ist, weiß ich. Er ist ein Heiler und experimentiert immer mit verschiedenen Kräutern und Wurzeln. Bring diese verdorbene Rindenprobe zu ihm und sieh, was er dir dazu sagen kann. Ja, ich weiß ja, wo der ist. Grüße, ich bin Elton. Wie kann ich dir behilflich sein? Eimon hat mich wegen dieser Proben hier geschickt. Interessant, sehr interessant. Gib mir ein paar Stunden Zeit, um das Muster zu studieren. Und ich melde dich dann wieder bei dir. Bis dahin sollte ich wissen, was es ist. Ich schlafe einfach eine Runde. Dann habe ich die paar Stunden. Ich habe die verdorbene Rindenprobe untersucht, die du mir gebracht hast. Diese Korruption ist sehr, sehr selten. In all den Jahren, in denen ich mich mit solchen Dingen beschäftigt habe, ist mir sowas noch nie untergekommen. Für diese Ausbreitung gibt es nur eine mögliche Erklärung. Eine Art uralter lebender Baum, der in der Krankheit zum Opfer gefallen ist. Wenn wir diesen Baum ausfindig machen, könnten wir vielleicht verhindern, dass sich die Seuche weiter ausbreitet. Glaubst du, dass der Aufgabe gewachsen ist? Na, natürlich. Und bis jetzt noch nicht entdeckt worden zu sein, muss er sich irgendwo versteckt haben, wo man ihn nicht sieht. Suche nach einem Baum, der sich leicht von allen anderen unterscheidet. Um ihn aus seinem Schlummer zu erwecken, brauchst du diese Feuerpfeile. Es sind mächtige Pfeile, die jetzt hier verbrennen, wenn sie es treffen. Versuche, sie auf den Baum zu schießen, sobald du ihn entdeckt hast. Wenn es der richtige Baum ist, werden diese Pfeile ihn aufwecken. Oh, 25 Feuerpfeile habe ich bekommen und ich habe auch noch das Rezept dazu. Sehr nett. Was bräuchte ich denn, um so Feuerpfeile herzustellen? Da ist schon wieder jemand. Hallo, was machst du in dieser Gegend? Ich frage mich nur, was du machst. Ich bin auf der Jagd nach Schmetterlingen natürlich. Ist das ein großes Netz nicht ein eindeutiger Hinweis? Ach, das war ein Netz. Ich dachte, das wäre ein Hammer. Sag mal, möchtest du mir helfen, mich zu fangen, um meine Sammlung zu vervollständigen? Ja, warum nicht? Um meine Sammlung zu vervollständigen, brauche ich einen blauen, gelben, grünen und roten Schmetterling. Sie können wirklich überall überleben. Also halte die Augen offen. Ich kann dir ein Netz geben, mit dem du sie fangen kannst. Aber wenn du es verlierst oder kaputt machst, musst du dir ein neues suchen. Danke für das Netz. Jetzt habe ich schon wieder eine neue Aufgabe. Na gut, das kann man ja leicht nebenbei machen. Wir haben eh so viele Questen, jetzt schon. Ich will nur wissen, was brauche ich, um so einen Feuerfall herzustellen? Hier, das ist der Feuerfall. Federn. Drei Holz. Und was auch immer das da links ist. Wir haben uns irgendwie heute kaum vom Dorf entfernt. Ich würde gerne noch den alten Baum finden. Am besten ohne mich mit euch zu kloppen. Wenn muss es ja hier so in der Nähe sein, oder? Das sind Kakteen. Hallo? Hallo Krabbi. Ich will Krabbenfleisch. Ich wurde von der Krabbe getötet. Ja. Yeah. Ich weiß, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wo wache ich überhaupt wieder auf? Da, wo ich zuletzt geschlafen habe oder wo? Ja, so ungefähr da, wo ich zuletzt geschlafen habe. Sieh mal, wer endlich wach ist. Wo bin ich? Du bist in der Heilerhöhle. Die Wachen fanden sich bewusstlos und brachten dich hierher.
Sie haben dein Leben gerettet. Ich muss hier raus. Du solltest es ruhig angehen lassen. Es ist Glück, dass du noch am Leben bist. Aber wie viel es einfach in diesem Spiel gibt, ne? Und das allein schon so am Anfang. Ist unglaublich. Ach, hier könnte das auch sein mit den Bäumen. Ich weiß übrigens, dass ich ausweichen muss, wenn die rot werden. Dann, das ist deren Angriffssymbol. Ich habe ein neues Rezept. Was ich doof finde, ist, dass man sein gesamtes Inventar fallen lässt, sobald man einmal drauf geht. Oh, warte, ich muss die Katze da noch entdecken. Ja. Katzenentdecker Achievement. Da drin ist auch noch irgendwas. Ich will einmal da rechts gucken, ob da jetzt ein verdächtiger Baum ist. Da, wo die so rumfleuschen. Oh, das wäre... Das hier könnte ja sein. Ein Moment. Feuerpfeile, Übungsbogen. Ja, das war er. Ach, Mist. Nein, der bringt seine Freunde mit. Hilfe. Warum hast du Freunde? Oh ja, verdammt, leicht daneben geschossen. Oh, ja, ich habe was geschafft. Ich hätte gern mehr Leben. Das Geile ist, dass ich selbst die Feuerpfeile wieder aufheben kann. Das ist ja richtig geil. Ich will die nur nicht daneben schießen, habe ich gelernt. Ich würde das jetzt gerne eigentlich einmal ausprobieren. Einmal mit einer Axt vorbearbeiten. Und dann eventuell mit dem Feuerpfeil oder einer Fackel. So, jetzt ist er ja fast kaputt. Ah, die Feuerpfeile verbraten sich schon irgendwo. Ich habe Requisitenjäger erhalten. Habe ich jetzt Kohle dafür gekriegt? Nee. Das Achievement war für 10 Props zerstören. Ich gehe gerade hier zu meiner neuen Freund der Katze. Du bist jetzt mein bester Freund. Ja, Leute. Wenn euch der heutige Part gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss und bis dann.